Jo Leute, was geht? Zu einem weiteren Video von mir und heute zeige ich euch einfach nur mal das Valentinstag-Special. Nämlich kam das heute und damit hat eigentlich keiner gerechnet. Ich hatte ja in meinem Ankündigungsvideo gesagt, dass es gestern schon kommen sollte. Dann haben aber viele Modder wieder gesagt, dass es erst Freitag kommt, was auch Sinn machen würde, weil doppelte RP und so, was man gekriegt hat, kriegt man ja noch bei VIP-Missionen, würde am 11. enden, deswegen dachte ich, das kommt am 12., aber es kam heute unerwartet am 10. und ja Leute, ihr seht, der Roosevelt, ich mach kurz mal die Musik aus, der Roosevelt ist der Valor, der ist das, der Roosevelt Valor. Den könnt ihr besser auftunen, kostet knapp 1 Million. Ich zeige den jetzt kurz mal im Internet. Selbstverständlich habe ich mir natürlich beide gekauft, weil letztes Jahr war ich nicht da und konnte ihn, vor 2 Jahren war ich nicht da, konnte ihn mir nicht kaufen. Und jetzt habe ich auf jeden Fall, das waren immer meine Traumautos, die wollte ich schon immer haben. Jetzt habe ich die und hier sind die beiden Roosevelts und ja, ja, hier seht ihr den Roosevelt Valor, ja. Und Höchstgeschwindigkeit 129 km/h. Ja, und hier haben wir dann Höchstgeschwindigkeit 120 km/h. Ja, in 20 Sekunden beschleunigt er von 0 auf 100. Und dieses Auto ist eigentlich nur da, ja, zum Chillen. Damit müsst, also vor der Polizei abhauen und sowas würde ich jetzt damit nicht machen. Es ist halt ein Auto für Leute, die Klassiker mögen. Und da bin ich ja auch einer. Ich habe eine ganze Garage voll mit den Klassikern und da hatte ich 2 Plätze freigelassen und jetzt sind die 2 Plätze besetzt. Und natürlich kam auch noch ein Haufen Anziehsachen-Kram dazu, was ich mir auch schon gedacht habe. Ich musste auch übrigens noch mit meinem Frauencharakter gleich nochmal in GTA gleich noch was anziehen. Ein bisschen rumgucken. Ich zeige euch jetzt erstmal, was alles da neu gekommen ist. Dann gehen wir mit dem Frauencharakter nochmal in GTA Online und gucken uns auch nochmal alles an. Zumindest bin ich jetzt gerade mal in meinem Männercharakter in GTA. Und ja, Minecraft-Update-Datei wurde jetzt installiert. Habe ich jetzt eine Meldung bekommen. Also Leute, alle Minecraft-Spieler, gerade ein Minecraft-Update gekommen. So, wir gucken uns jetzt erstmal das an. Valentinstag-Update Nacht. Das ist so hier Playboy-mäßig. Ihr seht schon, Leopard. Schalt mal ein bisschen durch. Ist jetzt nicht, das sind jetzt nicht so meine schönen Sachen. Warum ich mir das gekauft habe, Leute, warum habe ich es mir gekauft? Wenn man die Sachen nicht kauft, die verschwinden dann. Und dann könnt ihr die erst wieder in 2 Jahren kaufen. Und ich habe einfach alles gekauft. Ist mir scheißegal gewesen, wie teuer. So, Valentinstagabend. Da habe ich das erste jetzt ja schon an. Oh, ich habe einen anderen Hut da. Komisch. Ja, das erste ziehen wir uns jetzt mal an. Das zweite wäre das. Ist auch cool. Dritte wäre das hier. Vierte ist das. Das vierte finde ich auch nicht schlecht. Verehrer. Nice Scheiß, Leute. Ich sag nur nice Scheiß. So, das so hier outfitsmäßig gibt es ja nichts Neues. Oberteile. Sakkos sind. Oh, die habe ich ja noch gar nicht gekauft. Ja, ihr seht schon hier mein Sakko. Ziehen wir an. Das gibt's. Das. Das. Das, 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 das gibt's. Ja gut, mehr. Ah doch, hier sind wieder neue. So, ja, erstmal alles kaufen hier. Komisch. So, und dann gehen wir mal auf T-Shirt, kam nichts Neues. Da ist irgendwie immer ein Sternchen, keine Ahnung warum. Wo haben wir denn? Ach, hier Westen. Hier haben wir auch noch Westen. So. Geschäftshemden. Ja gut, da kann ich hier gerade nichts anziehen. Gut, hier haben wir jetzt momentan nichts mehr. Ich ziehe mir natürlich gleich was anderes an. Das ist jetzt hier nur so ein bisschen zusammengewürfelt. Und Hosen schauen wir uns auf jeden Fall auch nochmal an. Also es kam auf jeden Fall Arbeitshosen nicht dazu, sondern hier, es gab auf jeden Fall Anzughosen.
Und da gab es eine ganze Menge. Das ist neu, die Hose ist neu. Die hier. Die. Ich schalte einfach mal durch. Und dann sage ich halt, wie im Stopp. So, mehr Hosen gab es nicht. Das ist jetzt schon wieder vom Heist-Update eine Hose. Und ja. Ich ziehe mir jetzt kurz mal wieder Outfit an. Wenn er die Anziehsachen kauft, verschwinden die natürlich nicht, sonst wäre das eine ziemliche Geldverschwendung. Ich habe nämlich heute 4 Millionen gehabt, jetzt habe ich nur noch 1,4. Ja, sind ein paar Millionen draufgegangen. Ich würde mal sagen, ganz schön viel. Also 2,6 Millionen habe ich ausgegeben und das ist nicht gerade wenig. Na gut, das, die Autos habe ich mir gekauft. Wir wollen das anziehen. Das Blaue hier, da ist es. Das möchte ich gerne anziehen, so. Und ja, wir wollen uns jetzt natürlich auch noch die Roosevelt Tuning Teile anschauen und natürlich die Gussberg Bleispritze, also die eigentlich heißt sie Gusenberg und in echt heißt sie Thompson, also die Thompson 541, glaube ich. Ich glaube aber manche nennen die auch Tommy Gun. Aber zumindest im Spiel wird sie Gussberg Bleispritze genannt. In Mafia 2 gab es die auch schon. Da gab es den echten Namen, aber damit Rockstar die Lizenzen nicht bezahlen muss, ist bei allen Waffen so, wird der echte Name nicht genommen, sondern wird ein anderer genommen. Aber vom Aussehen her ist es die, Thompson. Also die Gusenberg Bleispritze und, ist eine echt coole Waffe. Mit der können wir jetzt gleich mal, am besten im Schießstand schießen, da kriege ich nicht so schnell Sterne. Ich zeige euch jetzt am besten mal schnell, wie die aussieht. Das Video könnte jetzt ein bisschen länger dauern, also bestimmt eine halbe Stunde mache ich das Video jetzt hier, weil für alle Leute, die keine PS4 haben oder keine PlayStation überhaupt oder kein GTA, sagen wir es mal so. So, hier oben ist die Gusenberg, hier muss die sein bei euch. Gusenberg Bleispritze. So, ihr könnt dann hier noch natürlich schwarzen Farbton, mache ich aber nicht. Das wäre das hier, das normale. Ich habe den Platin-Farbton, gefällt mir ehrlich besser als gut Gold, würde ich sie mir jetzt nicht machen. Warte, wo ist Gold? Da, Gold. Gold finde ich nicht so schön, ich finde das hier besser, Platin glänzt. Ihr könnt es natürlich aber auch Standard machen. Kaufen wir uns jetzt erstmal voll. Standardmagazin ist das hier. Sieht gar nicht so schlecht aus, das Standard, aber wir machen das Große, haben wir drauf. Und ja. Gut, sonst ist eigentlich nichts dazu gekommen mit Waffen. Das war auch klar, dass die Waffe kommt. Das hätte ich mir schon denken können. Also habe ich ja sogar im Video gesagt, dass die vielleicht kommt. Und wir schießen mit der jetzt einfach mal. Und dann war es das eigentlich auch schon von den Männercharakteren her. Der zweite Roosevelt ist eigentlich genauso. Ich zeige euch natürlich noch, wie man den tunen kann. Ey, den schießen wir jetzt hier nicht. Ja, hier kann man Draht leider nicht drin schießen. Das ist ein bisschen schade. Ich zeige euch das dann gleich nochmal. Ne, hier kann man keine Waffe drin nehmen. Egal, wir gehen jetzt raus, ich zeige euch das draußen. Gehen am besten mal hinter das Haus. Damit wir nicht so schnell Bullen bekommen, aber ich glaube, wir bekommen sowieso Bullen. Und schießen einfach mal gegen diese Wand hier, blöd. Gegen die da. Ihr seht, wie die jetzt, das ist halt Schlagen, kennt natürlich jeder so. Aber ich meine mal, es ist eine sehr coole Waffe, auch von der Ego-Perspektive. Natürlich schießen wir auch nochmal in der Ego. So, die glänzt halt, weil ich Platin-Farbton drauf habe. Und jetzt aus dem Handgelenk raus und so halt zum Zielen. Ist eine coole Waffe, muss ich echt sagen. Natürlich bekommt man auch gut Sterne mit dieser Waffe. Wir können gleich nochmal gucken, wie schnell einer stirbt. Hier ist nämlich gerade jemand. Ist er tot? Na, jetzt ist er tot. Ihr seht, ich glaube 50 Schuss im Magazin, 44 verbraucht. Wir laden kurz nach. Ja, 6 Schuss, der Gegner ist tot. Können wir nochmal ein bisschen die Cops abknallen hier. Wir randalieren hier richtig Mafia. Das ist eigentlich eine amerikanische Waffe, die auch im Zweiten Weltkrieg, die gab es da sogar schon. Das war halt eine, Maschinenpistole ist das eigentlich, aber man könnte es auch schon als Maschinengewehr bezeichnen. Ich rufe jetzt kurz mal Lester an, sonst überleben wir das hier nicht mehr.
Und ja, wir fahren jetzt gleich nochmal. Wenn ich Lester noch schaffe anzurufen, wäre es ziemlich hilfreich. Ja, ich schaff's hoffentlich noch. So, und dann fahren wir mit dem gleich nochmal in die Tuning-Werkstatt und dann tunen wir den nochmal, zeige ich euch nochmal, was man alles verändern kann. Ich würde sagen, ich mache jetzt kurz einen kleinen Cut, fahre zur Werkstatt und wir sehen uns dann gleich wieder. Also, bis gleich. Oh, und da sind wir auch in der Tuning-Werkstatt und ja, Panzerung brauche ich euch nicht zeigen, Bremse auch nicht, Stoßstangen. Also, Frontstoßstangen gibt es hier mehrere Arten, das ist Standard, finde ich gar nicht so schlecht. Ich habe mir jetzt einfach die letzte genommen, weil die ganz cool aussieht. Elegante Chrom-Stoßstange ist das, klassische Chrom-Stoßstange und serienmäßige. Das ist die klassische. Die klassische Variante nehme ich sogar vielleicht, weil ich finde die ein bisschen klein. Oder die hier, die finde ich am besten. Also ich nehme jetzt erstmal die hier. Und die Heckstoßstangen gucken wir uns mal an. Da müssen wir natürlich auch die für nehmen. Nehmen wir die hier. So. Und ja, gehen wir aufs Fahrgestell. Fahrgestell. Radverkleidungen. Ihr seht das Rad hinten. Könnt ihr Verkleidung ranmachen. Ohne Verkleidung finde ich es ein bisschen leer. Mit Verkleidung sieht das ganz cool aus. Natürlich könnt ihr das, wie ihr es machen wollt, ist eure Entscheidung. Beim Standard Roosevelt habe ich das ohne Verkleidung, deswegen mache ich es hier mit Verkleidung. Seitlicher Lufteinlass hier vorne seht ihr beim Motor, seht ihr vielleicht ganz schlecht, aber ihr seht, da jetzt könnt ihr gut sehen. Guckt vorne die Motorhaube mal an. Da kann ich dann so Einlässe reinmachen, so Schlitze, Luftschlitze. Fronteinlass. Jetzt können wir uns mal Lampen mit Hupe, sehen wir jetzt hier vorne, seht ihr das? Lampen. Wartet mal kurz. Lampendetails. So. Ihr seht, die Lampen hier. Das sind jetzt die normalen verchromten Hupen. Dann kommen die verchromten verchromten Lampendetails. Und dann nochmal die Lampendetails und die Hupen. Und die habe ich natürlich genommen. Und seitliches Reserverad. Da könnt ihr halt eine Abdeckung drauf machen. Oder ihr macht es halt so. So ist das normale Standardrad. Finde ich gar nicht so schlecht. Oder ihr packt es ein. Also einpacken kommt für mich jetzt nicht in Frage. Ihr habt zwar da noch einen Spiegel und könnt nach hinten gucken. Aber ich finde das persönlich nicht so cool, weil man den Reifen nicht so sieht. Ich finde es eher cooler, wenn man den so sieht oder so. Und so finde ich eigentlich am besten, weil der ist dann noch so ein bisschen eingepackt. Und man sieht trotzdem noch, dass es ein Reifen ist. Weil so finde ich das schon wieder zu eingepackt. So, dann kommen wir jetzt zu den Kühlerfiguren. Da haben wir einmal die serienmäßiges Fahrgestell, da ist gar nichts von der Kühlerfigur zu sehen. Dann gibt es die Albany-Kühlerfigur, die habe ich mir genommen, die finde ich auch realistisch. Diamanten-Kühlerfigur, die finde ich schon wieder, na, muss jetzt nicht unbedingt sein, die geht aber noch. Und die Flügel-Diamanten-Kühlerfigur, die würde ich jetzt nicht machen. Die könnt ihr aber natürlich auch machen, ist alles eure Entscheidung. Ab Rang 50 könnt ihr die draufklatschen, ja, und Reflektorlampen. Seht ihr hier vorne, die habe ich jetzt nicht die letzten genommen, die sind die Standard. Ich habe mir die hier mit dem Gitter genommen, die finde ich gar nicht so schlecht. Die verchromten finde ich jetzt nicht so gut, weil man erkennt die Lampen dann fast nicht. Die sehen aus wie der Kühler vorne, der Kühlergrill. Gefällt mir nicht so, also so finde ich schon besser und so ist natürlich Standard, ist auch nicht schlecht, aber so würde ich es nicht machen, ist ja eure Entscheidung. Verzierungen, Kurzflügel, achso, ihr seht vorne auf den Schutzblechen könnt ihr halt so Verzierungen drauf machen. Ja. Suchscheinwerfer. Ihr seht, die Scheinwerfer sind da. Ja, schon am Auto dran. Aber wenn ihr Suchscheinwerfer macht, gehen die bis nach unten und ihr könnt die auch verdrehen. Also ihr könnt die nicht verdrehen, in echt könnte man die verdrehen und irgendwo anders hinleuchten. So, Heckreserverad, da könnt ihr halt die Koffer lassen, so wie immer. Bei dem Standard Roosevelt ist auch immer so ein Koffer dran. Und hier könnt ihr halt noch ein Heckreserverad machen. Und ja, das finde ich nicht schlecht, aber weil ich die seitlichen auch so habe, habe ich das auch so gemacht. Ja, mehr gibt es nicht zum Auftunen bei dem, oder? Doch, Fahrgestell, das war ja nur das Fahrgestell. Es gibt natürlich Kühlergrill, gibt es auch noch hier, den könnt ihr so machen, so sieht er auch ganz cool aus. Standard ist es so, ich habe ihn jetzt so. Motorhaube, die würde ich mir nicht aufmachen, das Auto ist dann nicht mehr so schön. Also das Auto an sich finde ich so schön, also schöner, wenn es so ist. Also so finde ich schöner, weil sowas würde ich nicht machen. Ist aber eure Entscheidung. Hupen brauche ich euch jetzt nicht zeigen, sind auch keine neuen gekommen. Neon Kids brauchen wir auch nicht sehen. Nummernschilder ist auch egal. Lackierungen, Farben sind auch egal. Verkaufen bekomme ich 718.000. Ja, Federung habe ich ihn ganz tief gelegt. Getriebe, Turbo. Reifen brauche ich euch auch nichts zeigen. Fenster habe ich nicht verdunkelt, weil dann kann man nicht mehr reingucken, ist nicht mehr so schön. Ja, mehr gibt es eigentlich hier nicht zu zeigen. Und ja, ich würde sagen, ich wechsle jetzt zu meinem weiblichen Charakter und wir sehen uns dann auch gleich wieder. Also Leute, bis gleich.
Jo Leute, so und jetzt sind wir auch schon mit meinem weiblichen Charakter in der Sitzung und ja, jetzt kommen wir zu den weiblichen Anti-Sachen. Jetzt für die weiblichen Gamer ist auch was dabei, auf jeden Fall. Und ja, die Männchen können ja noch mal ein bisschen zugucken, also ihr wisst schon, sind ganz coole Anti-Sachen dazugekommen und wir werden uns das jetzt alles mal anschauen. Ich habe sie selber noch nicht gesehen, ich habe sie bei einem Modder mal gesehen, es soll ganz coole sein, wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Outfit Standard, so hier sind ein paar dazugekommen, das ist neu. Oder? Nee, ist nicht neu. Nee, oder? Doch, doch, das ist neu, oder? Nee. Nee. Hier unten sind auf jeden Fall neue. Ja, hier haben wir. Valentinstag Abend. So, gucken wir uns das mal an. Ja, sieht gar nicht so schlecht aus. Kaufe ich mir doch. So, das, ja, können wir auch kaufen, bevor man es irgendwann nicht mehr. Oh, das sieht auch gut aus. Auch in Ordnung. Ist auch ganz cool, ja. Der Engel und Angebild. Ja. Boah, es geht eigentlich so, Es sind halt alte Anti-Sachen. Jetzt gucken wir uns das mal an. Ha, gut, das ist ja schon wieder so ein bisschen nuttenmäßig. Also, ja, ich kaufe es mir einfach mal, weil man es irgendwann nicht mehr kaufen kann. Und, ja, sieht ziemlich, ich sag mal, so heiß aus. Ja, Glamour gibt's auch noch, ja. Oh, das sah auch nicht schlecht aus hier. Guckt euch das an. Hier gibt es ja ganz schön viele Sachen. Verführung. Okay. So, also, wir haben jetzt hier so ein paar, ja, außergewöhnliche Anziehsachen. Und ja, Bomberjacken, die gibt es ja schon lange. Da brauchen wir uns nichts angucken. Nee, wir sind irgendwo da unten, muss es sein. Überzieher. Nee, das ist hier Freizeitbekleidung. Die auch alles Acutes von Anna Criminals. Mit diesem Charakter spiele ich nicht viel, deswegen wundert euch nicht. Ach hier, da muss es sein. Ja, das ist hier Business Update. Hier, oder nicht? Nee, das sind alles nicht vom neuen Update. Hier, hier muss. Ach ja, ja, hier. Das ist vom Valentinstag Update. Sowas. Das ist vom Valentinstag Update. Kaufen wir uns auch. Das auch. Gehen jetzt mal wieder hoch. Auch von der Zug Update mäßig. Gut, die können wir uns alle nicht kaufen. So, also das war es dann eigentlich auch schon mit diesen weiblichen Sachen. Sind ganz heiße Sachen dazugekommen, muss ich sagen. Wir gucken uns jetzt natürlich auf jeden Fall noch die Hosen an. Wir wollen jetzt hier ja nicht die Hosen benachteiligen. Jeans, weiß ich nicht, ob da was dazugekommen ist. Nee, da ist nichts dazu. Auf jeden Fall, ich kenne mich so gar nicht mit den weiblichen Anziehsachen aus. Cargohosen, nee, auf keinen Fall. Blinkhosen, da könnte was Neues dazugekommen sein. Ah, hier, was waren das gerade? Turnhosen. Nee, auf keinen Fall. Ach, Bikinihosen, Blinkhosen, oh mein Gott. Jetzt könnt ihr alle mal einen Kommentar da lassen. Schlecht könnt ihr schreiben. Nein, Scherz. Ja, jetzt hier. Jetzt seht ihr, da sind ein paar neue Sachen dazugekommen. Kaufen uns natürlich alles. Strümpfe. Ja. Oh, mein Geld hat gerade gereicht. Ich will nämlich nicht unter eine Million kommen. Ja, das war es eigentlich auch schon mit den weiblichen Sachen. Ich muss ja sagen, sieht ganz heiß aus alles. Also wir gehen jetzt nochmal auf Nacht und ziehen uns da mal was richtig Cooles an. Wir nehmen einfach mal das hier. Und ja, guck, ihr seht. Sieht halt schon ganz cool aus. Passt jetzt nicht so zu meinem Frauencharakter her, also, ja. Badeanzug.
Nein, Scherz. Ja, es sind halt ganz coole neue Sachen dazugekommen. Die Gusspack-Bleispritze ist natürlich für jeden verfügbar, egal welches Level derjenige ist. Ihr könnt die kaufen. Und ich hoffe, euch hat das jetzt gefallen, die ganzen Anziehsachen, die jetzt gekommen sind. Das nächste Update wird uns in 2-3 Monaten auch erwarten. Aber, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, lasst ein Like da. Vergesst das Video nicht zu teilen, damit noch mehrere Leute davon erfahren, die keinen GTA 5 vielleicht haben und sich dafür sehr interessieren und es gerne haben wollen, aber dürfen es nicht. Oder was weiß ich. Teilt einfach das Video, lasst ein Like da und macht's gut. Ciao, Leute. Euer Barracks.